Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Let's Play auf diesem Kanal. Es handelt sich um Moonlighter. Das gab es ja irgendwann mal im Epic Store umsonst. Auf Steam kostet es 20 Euro sonst. Und ist ein Pixel Art Roguelike Action RPG Spiel. Und es sieht ganz cool aus. Eigentlich wollte das die gute Yukari spielen, die im LPF Discord ist. Aber da sie irgendwie Ewigkeit braucht, um ein Video dazu aufzunehmen, mache ich das jetzt einfach. Ich habe mich eigentlich zurückgehalten, das zu spielen, weil halt sie das spielen wollte. Aber ja. So, da sind wir auf jeden Fall schon mal zu laut. Ja, ist ein Blind Let's Play, ich habe überhaupt gar keinen Plan davon, ich habe noch nie irgendein Video dazu gesehen, sah aber von den, wir nehmen natürlich hier Nummer 5, sah von den Screenshots und so eigentlich ganz cool aus. Ach du Scheiße. Okay, schwer ist empfohlen. Der ursprünglich von den Entwicklern vorgesehene Schwierigkeitsgrad empfehlen für die meisten Spieler. Sehr schwer für Spieler, die eine kämpferische Herausforderung suchen. Nee, okay, dann nehmen wir schwer. Wenn das schon empfohlen ist, eigentlich spiele ich ja immer auf normal, aber okay, dann muss ich heute nur auf schwer spielen. Ich bin ja auch Profi. Mit meinen jahrelangen Spielerfahrungen kriege ich das hier auf jeden Fall hin. Unter den Sternen der Nacht gibt es ein Land, das so alt ist wie die Vorstellungskraft. In einer Nacht tauchten in diesem Land Labyrinthe voller außergewöhnlicher Schätze und tödlichen Kreaturen auf. Die nannten sie die Dungeons, seltsame, sich ständig verändernde Ruinen unbekannter Länder. Bald wurde in der Nähe der Dungeons ein Dorf der ein wenig Neugierigen gegründet, dies nannten sie Rynoka. Unter den Siedlern strahlen zwei Gruppen am hellsten, Helden und Kaufleute, Ruhm und Reichtum. Aber die Dungeons erwiesen sich als zu gefährlich. Das Leben wurde hart für die Stadt, vor allem für die jungen Besitzer des ältesten Ladens, Will of Moonlighter, der lange davon träumte, die geheimnisvolle fünfte Tür des Dungeons zu öffnen. So, sind wir etwa dieser Will? Ihr habt nämlich schon gesehen, am Tage ist man wohl in den Dungeons drin und holt sich tollen Kram. Und abends verkauft man den dann. Also man ist sowohl Abenteurer als auch Verkäufer. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Habe ich schon erwähnt, dass es ein Roguelike ist? Eigentlich Roguelikes und Pixel-Stil, also eigentlich kann mir das nur gefallen. Obwohl die Metacritic, glaube ich, nur 74 Punkte waren oder sowas. Ah ja, wir sind dieser Will. Aber ich glaube nur im Tutorial. Vielleicht stirbt er jetzt, könnte ich mir so vorstellen. So, erstmal Störband richten. Oh, was haben wir denn da? Die Steuerung, okay. Oh mein Gott, die ist ja einfach schon in der Höhle drin. Gut, ja, ganz normal wahrscheinlich aufgebaut wie ein Roguelike. Man geht also von Raum zu Raum, also so ein bisschen wie bei Isaac. Wir haben oben rechts zu sehen, eventuell ein Besen oder so. Ich kann ihn leider noch nicht einsetzen. Kommt wahrscheinlich in der nächsten, im nächsten Raum. Oben links haben wir auch noch irgendwas. Das kann entweder Geld sein, also neben unserem Leben hier. Es kann entweder Geld sein oder aber irgendeine magiemäßige Krams. Man kann auch L und R. Oh, man kann auf jeden Fall eine Ausweichrolle machen. Und man kann noch irgendwie seine Waffen wechseln, wenn wir dann mehrere hätten. Okay, wirkt jetzt schon komplizierter als Isaac. Hier kann man Tische kaputt machen. Ah ja, hier wird auch nochmal beigebracht. Ja, du kannst dich rollen. Okay, cool. Weiß ich schon. Man kann sich damit über Abgründe rollen. Okay, das erinnert erst einmal an Enter the Dungeon. Was ja auch so ähnlich ist. Und wir können damit sogar an Gegner vorbei. Au, die einen sonst instant töten. Okay, toll. Mein erster Tod. Yes. Hui. Ich wollte nur gucken, ob der mich überhaupt berühren kann und so. Aber ja, kann er. So, und damit kann man auch richtig toll den Fallen hier ausweichen. Also da ist man dann anscheinend kurz unverwundbar, wenn man sich, wenn man so eine Ausweichrolle macht. Da ist eine Fiole. Ist diese Fiole böse? Wieso geht die zu mir hin? Hilfe, eine Fiole greift mich an. Sie greift mich an. Stirb, Fiole. Stirb. Oh nein, ich habe sie aufgesammelt. Okay, also wir haben wirklich nur einen Besen. Warum haben wir einen Besen? Okay, wir müssen komische rote Blubberblebbles bekämpfen. Passt schon. Oh, die kann man sogar einsammeln. Oh, okay, das finde ich cool. Es ist halt auch mehr RPG-Style, also nicht vollends Roguelike, sondern auch sehr viel RPG, wie ich das mitbekommen habe. Ah, mit B kann man auch seinen Schlag aufladen. Dann kann man so eine nach vorne Lauf-Angreifer-Attacke machen. Okay, ja, cool. Wüsste ich nicht, wann ich das benutzen soll, aber ist bestimmt auch wichtig. So, wir haben zwar noch volle Leben, aber wir probieren trotzdem mal, okay, RT aus. Ah, ja, oben rechts sehen wir es. Ganz oben rechts, wie viele Fionen wir haben? Wir haben gerade 3 und die kann man hier anscheinend auch einsammeln. Die sind ja random irgendwann mal drin. So, jetzt machen wir mal einen aufgeladenen Schlag und Attacke! Bau! Durch dich durch und getötet und alles. Okay, also bisher ganz cool. Aber man muss wirklich, man muss ganz aufladen. Also man muss richtig so zurückgehen, damit er dann noch diese Attacke macht. So, besiege alle Gegner. Nee, Gegner da bedeutet Kiste geschlossen. Keine Gegner mehr da bedeutet Kiste offen. Okay, cool. Öffnen wir diese Kisten.
Da ist Zeug drin. Eine Gießereireste. Nehmen wir mit. Und uraltes Gefäß. Schnell bewegen alle. Ah, okay. Cool. Also auch so RPG halt. Ja, ja. Was haben wir denn in dieser Kiste? Wir haben in dieser Kiste Weißstein. Sieht eher aus wie Eis, aber okay. Und Stoff. Finde ich auch gut. Nehmen wir alles mit. Das heißt, hier muss man noch ein bisschen mit seinem Rucksack hantieren. Ich kann mir vorstellen, dass später der Rucksack zu schwer wird und man... Ah, what the fuck? Und diese... Hilfe, wieso schießen die so viel? Und man dann langsamer ist? Okay, ich werde hier voll sterben, Leute. Ich glaube, das ist auch ein Raum, wo man einfach sterben soll, oder? Ich werde trotzdem mein Bestes probieren. Stirb, du komische... Okay, man kann die gar nicht töten und da kommen einfach unendlich Gegner raus. Also muss ich sterben. Ja, ja, tötet mich. Please, kill me. Ich liebe ja Spiele, wo man gleich sterben muss, damit irgendwas passiert. Oh mein Gott, Will ist tot. Wie konnte das passieren? Will kommt nie mehr zurück. Und ich kann mir jetzt vorstellen, wir sind einfach sein Sohn oder sowas. Nein, wir leben noch. Who are you? Are you the magic magician of this town? Hey, ich lieg hier tot rum. Bitte hilf mir. Das wäre voll nett und so. Oh, wie du aussiehst. Bin ganz allein. Hol dich ein Weilchen aus, Will. Bei mir bist du sicher. Guck mal, sein Zuhause ist auch gleich noch sein Shop hier. Well. Oh, selbst als Kind hast du dich bereits für Dungeons interessiert. Das sind deine Aufzeichnungen. Ein Zweifel, du bist genauso davon besessen wie der alte Pete. Naja. Wo bin ich, alter Mann? Haben sie mich gerettet? Ach, morgen, Jungchen. Hat sich unser kleiner Händler etwas übernommen? Nein, du kennst mich doch. Zedon. Will, hör mir zu. Ich will ehrlich mit dir sein. Du bist der Letzte deiner Familie. Niemand außer dir kann sich um den Moonleiter kümmern. Du kannst nicht so weitermachen und alles aufs Spiel setzen. Dein Leben für diesen Unsinn vom fünften Tor zu riskieren ist dumm. Also lass es einfach auf sich berühren, okay? Sammle einfach ein paar Artefakte und verschwinde dann. Mit deinem Anhänger aus dem Dungeon. Sieh, und verflix nochmal. Hör auf, deine Besen als Waffe zu benutzen, du Dummkopf. Es gibt Schwerter und Bögen und alles andere. Oder einen mächtigen Zauberstab. Da draußen ist es gefährlich, so ganz allein. Hier, nimm das, Link. Das habe ich damals benutzt. It's dangerous to go alone. Hier, Schwert und Schild fliegt zu dir hin. Bitte nimm es einfach. Na gut, dann hoch mit dir. Du lässt den Tag verstreichen, kümmere dich um deinen Leaden. Sehen wir doch mal, ob wir dir ein paar meiner Tricks in den Schädel kämmern können. Die hab ich von deinem Großvater. Das ist schon so viele Jahre her. Ja, 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 ich bin ein alter Mann und gehe zurück in den Shop. Dam, 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 dam. Ich habe zwei Steine im Angebot. Oh, hier ist eine Kiste, die nehme ich mit. Ich raube dich aus, alter Mann. Ha, 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 ha. Okay, es geht leider nicht. Aber ich kann auch nicht unendlich tragen, sehe ich gerade. Wir haben rechts einen Rucksack, wo jetzt 15 von 20 drin sind. Ich kann auch nicht gerade in den Rucksack reingucken. Also anscheinend kann ich gerade gar nichts machen. Hallo Zedon, hi da. Um deine Sachen erfolgreich zu verkaufen, bedarf es zweier Dinge. Kenne den Wert und die Nachfrage eines Gegenstands. Ja, ja, das ist die Marktwirtschaft. Platzieren. Ich kann nichts platzieren. Zedon, was hast du für einen bösen Zauber auf mich gerichtet, dass ich nichts machen kann? Zedon! What the fuck? Ich kann überhaupt nichts machen. Zedon, Hilfe! Ja, what the fuck? Ich kann nichts machen. Zedon! Du blöde Sau, ich hau jetzt ab. Du bist so ein Blödkopf, Alter. Hier, Laden öffnen. Lapp! Der Laden ist offen! Am 2. Januar! Hi! 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 Willst du etwas kaufen? Ich bin Tom Dog. Oh, das gefällt dir? Ja, nimm es mit. Nimm es mit, das finde ich gut. Ja. Gib es Zedon. Okay, ich bin Ladenbesitzer. Hi! Hier, bitteschön. Oh, hast du das gesehen? Der optimale Gesichtsausdruck. Der Gegenstand war weder zu teuer noch zu billig. Achte auf die Gesichter deiner Kunden, so hat dein Großvater immer herausbekommen, ob die Preise stimmten. Okay, und du magst das wahrscheinlich... Ja, du siehst auch aus wie so ein Typ, der nicht viel Geld hat. Leiste dir mal ein Rasenmäher, meine ich gerade. Für dein Bart, du Blödkopf. Muss ich dir wirklich sagen, dass der Gegenstand zu teuer war? Das war eine wertvolle Lektion, Jungchen. Dank daran verkaufe beliebte Gegenstände nicht zu oft. Wenn du den Markt überschwemmst, musst du deine Preise senken. Verkaufe teuer, wenn die Nachfrage oben ist und immer in Maßen. Zieh in dein Händlernotizbuch. Okay, Artefakte und so. Okay, also rein von der Beschreibung klang das sehr wie Made in Abyss, wenn ihr das kennt. Das ist ein Anime. Da sind die nämlich auch immer in die Tiefen gegangen und haben da Artefakte geholt und an der Oberfläche konnten die dann teuer verkaufen, weil die Artefakte tolle Fähigkeiten hatten und so. Ist auf jeden Fall ein sehr guter Anime, könnt ihr euch mal geben. Dein Händler-Notizbuch ist doch aktuell, oder? Ist bestimmt hier irgendwie drin. Ja, da, Händler. Okay, ich habe Sachen.
Verkäufe und Reaktionen. 170 war zu teuer. 100 war genau richtig. Von einem komischen Stein, der keinen Namen hat. Doch, kristalline Energie ist das nämlich. Naja, also gibt es dann auch 4 verschiedene Gesichtsausdrücke. Und dann ist man quasi auch noch neben dem Abenteurer Händler. Das ist toll. Das freut mich. Schön. Die Sonne geht unter, es wird Zeit. Ich gehe besser, den Rest schaffst du sicher alleine. Es liegt an dir, diesen Laden zu alter Größe zurückzuführen. Glaube mir, du hast das im Blut, Will. Mach dein Großvater stolz. Probier doch in der Zwischenzeit dein neues Schwert aus. Nachts sind Dungeons gefährlich, aber es locken wertvolle Artefakte. Wag dich nur nicht zu weit vor und nutze den Anhänger. Geh jetzt, meine alten Knochen müssen ruhen. Okay, bye bye, Xenon. Ich gehe in den Dungeon. Ist mir egal, was die Leute hier sagen. Nein, 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 nein. Wo ist denn der Dungeon überhaupt? Ah, da ist er ja. Kann ich einfach reingehen? In der Nacht? Ja, easy. Lesen. Golem Dungeon. Für Helden und Händler erlaubter Dungeon. Okay, auf geht's. Ich habe keine Ahnung, wie lange so eine Folge geht. Ob ich jetzt einfach einmal in den Dungeon gehe und dann ist gut oder wie oder was oder wann. Ich habe gar keinen Plan. Aber ich bin sicher, Yukari wird das hier gucken und mir ganz viele tolle Tipps geben. So, Golem Dungeon 1. Cool. Holen wir uns tolle Artefakte. Hui. Hier gibt's einfach gar nichts. Das ist eine Sackgasse. Ich bin der allerbeste Dungeon-Keeper aller Zeiten. Ja, und da es halt ein Roguelike ist, denke ich mal, die Dungeons werden auch jedes Mal zufallsgeneriert. Heißt, jeder One ist anders. Oh, das Schild gefällt mir schon mal sehr gut. Wie kann ich meinen... So kann ich mein Schild einsetzen und so kann ich angreifen. Kann ich dann immer noch aufladen, meinen Schlag? Nö. Hä? Toll, ich will meinen Besen wieder haben. Oh, jetzt habe ich ein Schild. Ah, warte mal. Oh, das ist cool. Guck mal, man kann an die linke Seite schilden und dann nach rechts so einen krassen Ausweichschlag mit dem Schild machen. Wow. Tscha, tschu, tschaka, tscha. Aber ich kann mein Schwert nicht aufladen, leider. Das finde ich schade. Und wir können jetzt auch nicht in unseren Rucksack reingehen. Haben wir noch eine andere Waffe? Ah, wir haben doch noch den Besen. Haha. Beyblade Attack. Okay. Schön. Habe ich verstanden. Oh mein Gott. Who are you? Please don't. Aua, don't hurt me. Nein. Ah, das tut doch weh. Hua. Ich bin mir auch sicher, dass es später noch irgendwie Magie gibt und so ein Kram. Oh, was ist das Geiles? Magie gibt es und so ein Kram? Kann man sich hier heilen? Das ist also ein Heilungsbrunnen. Schade. Ist wohl doch nicht Prince of Persia hier. Hätte ja sein können. Okay, zack. Aua. Ach, ich habe ein Schild. Warte. Hör, ausweichen. Hör, ausweichen. Hör. Okay, ist ja wie Dark Souls hier. Easy peasy. Zack, zack, zack. Ihr könnt alle gar nichts. Ich bin der allerbeste Abenteurer der Welt. Nennt mich Will the Dissiator. Okay, ich muss erst mal klarkommen mit diesem Spiel. Ich denke, ich werde sehr schnell sterben. Diese erste Folge dient halt auch erstmal nur... Das ist quasi ein Let's Test und die sind ja auch immer nicht so... Wer bist du? Nicht so lang? Hast du ein Artefakt für mich? Ey. An jemanden, der höflich mehr Glück hat als ich. Hoffentlich. Ich habe nicht mehr viel Zeit. Das seltsame Wesen auf der anderen Seite des Raumes hat mich erwischt. Im Tumult ist mein Anhänger zerbrochen. Aber ich würde sagen, ich habe ihm ganz zugeteilt. Er hat bemerkt, dass ich ihn in der Nähe der Kammer des Wächters beobachtet habe. Auf der Flucht hat er einige Gegenstände verloren. Einer davon eine Karte. Ein Diagramm? Was auch immer es ist, ich hatte es recht. Sie hielten mich für verrückt. Meinten, ich hätte nicht mehr alle Tassen im Schrank. Aber ich hatte sie die ganze Zeit recht. Jeder Wächter in jedem Dungeon muss eine Art Schlüssel besitzen. Sie alle sind mit Schlössern in einem großen Tor außerhalb verbunden. Das 5. Tor von Rynoga. Leider werde ich nicht da sein, wenn sie sich öffnet. Wer auch immer mich findet, möge mir den Gestank verzeihen. Aber das Diagramm muss hier irgendwo sein. Bitte öffne das 5. Tor. Diese Dungeons sind nicht das, was sie zu sein scheinen. Okay, so richtig mit Story hier. Okay, wo ist denn... Da sehe ich doch ein paar geile Stöcker. Die nehme ich mit. Okay, der ist ein bisschen zerfetzt worden hier. Sieht so aus, als wenn der Kopf abgetrennt wurde. Der arme Mailman wollte ihm nur seine Mail bringen. Und dann liegt er hier drum. Boss wird mich tot machen. Sollte alle rauslassen. Jetzt muss ich komische Kreatur jagen, die mein Zeugnis gemobst hat. Ach Mann, Boss wird richtig böse sein. Da ist das Diagramm. Okay, also es gibt... Die 4 Tore sind bekannt und das 5. Tor ist der allerletzte Endboss. Kann ich mir vorstellen, dass es auch wie bei Isaac ist, dass es halt, ja, quasi 5 Ebenen gibt. Ah ja. Das verstehe ich jetzt überhaupt gar nicht. 2 Geld ist da drin, 5 Geld und der Beutel strahlt. Da kann man B gedrückt halten und dann ist man wieder im Shop oder so. Also man kann nur so lange im Dungeon sein, wie die Ruchse... Ne, da unten ist irgendwas. Er leuchtet noch nicht, das heißt, wir sammeln noch mehr. Und zwar gehen wir dafür hier rüber und sammeln Sachen ein. Und machen irgendwas kaputt eventuell, aber vielleicht auch nicht. Ja, aber mehr gibt's hier ja nicht, oder? Gibt's hier vielleicht einen Geheimraum? Ich töte dich, hast du doch irgendwas für mich? Nö. Ja, da gibt's...
komme hier gar nicht mehr raus. OMG, ich bin eingesperrt. Okay, wo ist hier der Gegner, hä? Wo ist hier der Gegner? Ich werde dich töten. Oh, jetzt hat aber mein Rucksack da unten geleuchtet. Und dann drücken wir B. Blub. Und dadurch wird man mit einem Schleim zurückteleportet. Man sieht nochmal, was man alles getötet hat und was man geplündert hat. Wir haben gar nichts geplündert. Entkommen, Anhänger. Unsere Waffen sieht man, unsere Beute sieht man und was wir am Leibe tragen, anscheinend auch. Blub. Ich bin der Schleimmonster. Hallo Zeno, kannst du bitte aufhören, immer mit mir zu reden? Ach, der junge Eigentümer des Moonlighter ist zurückgekehrt. Sieht aus, als kämst du in einem Stück zurück. Sag bloß, ich hab das zu schnell weggedrückt. Was hast du denn da? Ach ja, ist eine Karte aus dem Dungeon. Das ist ja interessant. Oh, er ist tot? Naja, das ist halt das Schicksal. Ja, der jagt ihn ja Tor nicht hinterher. Nimm die Finger weg davon und nimm einfach die Dinger, die Artefakte aus dem Gold. Dem Golem-Dungeon. Und kümmere dich um den Moonlighter, anderes Thema. Ja, schwarze Brett. Da kannst du tolle Sachen machen, wie zum Beispiel Sachen. Aber du brauchst vielleicht ein bisschen Startkapital, soll ich dir aushelfen? Tja, dafür musst du aber lebendig sein. Ich gehe jetzt wieder weg. Ich glaube, diese Texte sind sehr wichtig und ich drücke sie gerade zu schnell weg. Aber YOLO, Leute. Das da ist also das schwarze Brett. Da wird es wahrscheinlich Quests geben. Also das wäre zumindest plausibel für ein RPG. Hallöchen. Investitionen, Stadt oder Shop? Ich möchte bitte meinen Shop verbessern. Und zwar zu Shop Stufe 4. Steigere die Popularität von Ryoka, indem du weitere Dungeons freischaltest und den Shop erweiterst. Kostet nur 2 Millionen, 250.000 Gold-Dublonen. Wie viel haben wir denn? 100? Geil. Okay, es ist doch oben links da Geld. Ist ja alles viel zu teuer hier. Billige Verkaufsbox. Gegenstände, die in dieser Verkaufskiste verkauft werden, erhalten einen Rabatt in Höhe von 70%. Okay, wir können uns doch gar nichts kaufen. What do we have here? Eine holzerne Hütte. Wir haben einen Vulkanschmiede. Oh mein Gott, okay, das ist wirklich sehr viel mehr RPG-Kram, als ich gedacht habe. Okidoki. Dann würde ich sagen, gehen wir in den Job zurück und beenden einen richtigen Tag. So, platzieren. Wir platzieren. Aber das braucht man doch bestimmt auch später noch für irgendwas, oder nicht? Zum Craften oder so. Hier, der Ranke. So, wir kaufen 10 Ranken zum Preis von insgesamt pro Ding können die ruhig mal 15 Gold da lassen. Ja, ich glaube, das ist ein guter Anfang, oder? 15 Gold für den Anfang? Alles klar. So, das hier war ja anscheinend zu teuer. Das heißt, wir probieren mal 100 oder 20. Ja, finde ich gut. Was haben wir noch? Wir haben ja noch Eisenbarren. Auch 10 Stück. Und die gibt's auch nur im Paket, aber im Paket sind sie natürlich günstiger. Und die kosten natürlich 30 pro Stück. Ganz klar. Und wir haben hier noch Zahnstein. Ich meine, wer will keinen Zahnstein haben? Ohne Zahnstein haben die Zahnärzte sehr viel weniger zu tun. Deswegen kosten die natürlich auch 100 pro Stück. So, alles klärchen. Laden ist eröffnet. Bitte kommt rein. Ist schon eröffnet. Wieso kommt hier keiner? Ich habe tolle neue Angebote. Na gut, machen wir einen Kassensturz. Geht nicht. Leute, ich habe ganz tolle Angebote. Los, kommt rein. Okay, anscheinend verkauft man in der Nacht nichts. Oh, was gibt's hier noch? Hi. Ich habe auch in die Kiste hier. Ah, da kann man dann seinen ganzen Rest reinpacken. Dann pack doch mal einfach alles rein. Easy. Verkaufen wir irgendwann. Und was ist hier noch? Noch mehr? Cool. Okay, also wir haben ganz viel Platz zum Verkaufen. Wir sind der beste Verkäufer aller Zeiten. Zum Schlafen halten. Cool. So, damit haben wir die erste Nacht in Moonlighter mehr oder weniger überlebt, haben auch Sachen verkauft und ich würde sagen, das war's dann mit der ersten Folge. Ich muss mir erstmal noch ein bisschen reinleben. Ihr könnt mir aber sagen, wie ihr dieses Spiel findet, ob ihr da wirklich ein Let's Play zu sehen wollt oder was auch immer. Und dann bis zum nächsten Mal, wenn euch ein paar gefallen lassen, like da. Wenn ihr keine Folgen mehr verpassen wollt, ein Abo, wir haben einen Spiegel. Wow! Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.